mit der Runde 56. Holger Burkhardt, riesen Applaus. 171, das ist Jan Welslein, der begleitet wird von Jan-Niklas Droste. Komplettiert wird die Mannschaft von dem Fahrer mit der Nummer 176, Manuel Straub. Die Mannschaft, die hier auch sich hier als ganz junges Team präsentiert. Herzlich willkommen, die bayerische Mannschaft vom Team Heizomat. Tja, immer wieder auch ganz spannend. Was verbindet sich denn hinter den Sponsoren, die hier unterwegs sind, die sich hier engagieren bei Heizomat? Man kann fast drauf kommen. Es sind nicht wirklich bayerische Farben, es sind die Farben einer Firma, die für Wärme sorgt. Ist im Bereich von ökologischen Heizsystemen unterwegs. Hackschnitzel, Heizungen werden produziert von den Kollegen von Heizomat und ja, engagieren sich seit vielen Jahren im Radsport mit dieser jungen Mannschaft. Eine der Talentschmieden im deutschen Radsport, Peter. In der Tat, und da wollen wir auch, guck mal Jan-Niklas an, einfach mal auch mal hier so ein bisschen in die Gefühlslage zu schauen. Das ist sicherlich für dich auch etwas Besonderes, hier vor dem Brandenburger Tor zu stehen. Ja, na klar, das ist eine grandiose Atmosphäre. Für uns ist das hier heute auch mit dem super Wetter ein Highlight und wir freuen uns natürlich aufs Rennen. Du hast hier so einen Glücksbringer an deiner Brust, was verbirgt sich dahinter? Ja, das ist ein Glücksbringer von meiner Freundin. Es passiert ja schon manchmal, dass man stürzt und das ist gut, wenn man einen Glücksbringer dabei hat. Hoffen wir, dass er heute nicht, sag mal, seine Wirkung vollenden muss. Herzlich willkommen, die ganz junge Mannschaft aus Bayern. Herzlich willkommen, das Team Heizomat. Viel Glück euch. Ja, diese Trikots immer gut auszumachen im Feld. Mit der Nummer 181 und folgende zu uns. Angeführt wird die Mannschaft von Sven Vorberger mit der Nummer 181. Er wird begleitet von Stefan Schäfer, ebenfalls mit dabei mit der 183. Das ist Sergej Fuchs mit der 184. Jakob Fiedler mit der 185. Vor drei Tagen hatte er Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch nachträglich. Timo Tümmel. Und die 186 wird getragen von Sebastian Forke. Ja, es sind die kleineren Mannschaften, denen natürlich auch hier die Möglichkeit gegeben werden, sich hier zu präsentieren. Und wir freuen uns, dass Sie hier mit dabei sind. Wir wünschen euch eine tolle Fahrt durch Berlin und dass ihr heute eure Wünsche alle in Erfüllung bringen könnt. Wir sagen noch einmal Dankeschön, dass ihr da wart und alles Gute. Tja, erfahrungsgemäß auch eine der Mannschaften, die immer wieder für viel, viel Unruhe sorgt im Feld, die immer wieder in den verschiedenen Ausreißergruppen unterwegs ist und ja, ich bin mir sicher, das werden sie auch heute versuchen. Und das ist eine der neu gebildeten Mannschaften im deutschen Radsport, den ihr eine große Zukunft prophezeit wird und wir freuen uns drauf, die Mannschaft von Sven Kraus begrüßen zu dürfen. Sie wird angeführt von Mike Egger mit der Nummer 191. Die 192 trägt Michael Lümbert und die 193 wird getragen von Arne Kenzler. Thomas Reichert mit der 194 ist mit dabei und auch einer des jungen Jahrgangs 1994 ist mit der Rücknummer 195 mit dabei. Herzlich willkommen, Tim Reske. Ja, mit stolz geschwellter Brust natürlich 22. André Schulze, er wird gefolgt von Daniel Klemmen. Er trägt die 223. Mit der 224 der ehemalige Europameister, das ist Julian Kern. Dem Jahrgang 1994 gehört Nico Denz an, einer der ganz Jungen hier im Fahrerfeld mit der 226. Er fährt heute wieder in seine Heimat. Der deutsche Querfeld-Einmeister aus dem Jahre 2012, das ist Christoph Pfingsten. Ja, da wollen wir natürlich jetzt auch nochmal hören. Alle sprechen von den Sprintern. Gehen wir mal nach ganz außen. Du hast nicht deine Teamhose an. Ich wollte gerade auf die Teamhose zu sprechen kommen, denn meine Damen und Herren, normalerweise kann man da mal ganz gut erkennen, für welche Mannschaften die Fahrer ansonsten unterwegs sind. Deine Klamotten zu Hause vergessen, Steffen. Tatsächlich habe ich die Rennhose zwar von der Leine genommen und in der Hand gehabt, aber als ich gestern den Koffer aufgemacht habe, war sie nicht drin. Es ist wie im wahren Leben. Wir haben über die Sprinter gesprochen. Man sagt, du bist auch einer der ganz Schnellen. Hast du schon das eine oder andere gewonnen. Mit welcher Taktik geht ihr in dieses Rennen, in diesen Garmin-Veloton?
Ja, natürlich gucken wir auch auf den Sprint. Wir haben schnelle Sprinter hier mit dem André und ich bin ja auch ganz gut für den Sprint. Und bei dem Wetter, wenig Wind, flache Strecke, also viele Mannschaften mit guten Sprintern hier, dann geht man eigentlich von dieser Taktik aus. Dann wünschen wir euch alles, alles Gute. Drücken die Daumen, sind gespannt auf euren Auftritt im Nationaltrikot. Denn die Jungs sind ja ansonsten zum großen Teil in konkurrierende Teams unterwegs. Der Steffen und der André zum Beispiel als erste Deutsche im Euskaltel-Euskaldi-Team ansonsten am Start. Riesenapplaus und alles, alles Gute an die Nationalmannschaft Deutschland. Unsere Reise von Markus Eichler. Herzlich willkommen auch Blaschjagd mit der Nummer 43. Die 44 wird getragen vom amtierenden Sieger des Berliner Sechstagerennens. Herzlich willkommen, Roger Kluge. Die 45 trägt Ralf Matzka. Und die 46, herzlich willkommen, Michael Schwarzmann. Ja, und auch hier wollen wir natürlich mal ein bisschen hören, wie so die Erwartungen sind vor dem Rennen. Ja, ich würde sagen, Lokalmatator, Roger, sozusagen. Was habt ihr euch vorgenommen für heute? Wir wollen ganz vorne mitfahren, auf alle Fälle. Es wird schwierig, mit 6 Mann das zu kontrollieren, aber wir werden in der Gruppe dabei sein, wenn es eine gibt. Und ja, zum Finish wollen wir natürlich auch einen Fall dabei haben. Also wir können davon ausgehen, wir sehen die Trikots von Letta Medova überall, wo die Post abgeht heute. Ja, genau. Die Motivation ist gut. Wie ist die Form? Motivation ist riesig, natürlich nach Heimat bei dem Top-Wetter, was wir haben, ist echt traumhaft. Und ja klar, jetzt als halbes Heimrennen für mich bin ich sehr motiviert und ja, mal sehen, was geht. Du überträgst die Motivation hoffentlich auch auf die anderen. Ihr habt ja bisher schon eine starke Saison gefahren. Was sagt das Management, was sagt die sportliche Leitung und ist zufrieden mit dem, was ihr bisher abgeliefert habt? Ja, schon, aber der ein oder andere Sieg könnte halt mal kommen. Und dann geht es in Richtung Vuelta. Die Planung langfristig steht schon. Gibt es schon einen Kernkader in Richtung Vuelta? Sicherlich dann nochmal Richtung Herbst eines der ganz großen Highlights für euch? Ja, sicher. Das ist das Jahreshighlight schlechthin für uns nach den Frühjahrsklassikern. Und eine grobe Planung gibt es. Aber bis jetzt kann noch alles passieren. Das ist noch zu weit weg. Konzentrieren wir uns auf heute, auf den heutigen Sonntag, auf den Garmin Velothon in Berlin. Wünschen dir und der Mannschaft alles, alles Gute, meine Damen und Herren. Roger Kluge und das Team NetApp Endura. Das ist ja doch schön zu sehen, Stefan, dass Sie... Also weil gerade ist er stark. Die sind ja so, du weißt ja, wie langsam ich jetzt hier mal was unterwegs bin. Ne? Wir sehen gemeinsam herunter.
40-50 Kilometer hin, wenn es reicht. Und wenn ich in eine Gruppe fahre, die so alle schnell fahren wollen, dann ist schnell, das wird so hektisch. Und das kostet mich so viel Nerven, da muss ich aufpassen. Da muss ich mir nicht mehr antworten. Jetzt ist das ja so, gestern haben wir uns hier schon auch mit Erik auch auf der Bühne unterhalten, in diesen letzten 2-3 Jahren. Immer mehr große deutsche Talente kommen hervor. Das heißt also, der Radsport gewinnt wieder mehr an Attraktivität, auch im Profibereich. Mittlerweile können viele in den Sieg fahren. Gerade hat man es ja auch in diesem Jahr wieder gesehen, ganz viele Profis auch durchaus mal vorne auf Platz 1. Deine Tendenz, wenn wir uns in 10 Jahren hier wieder treffen würden, geht die Tendenz weiter nach oben? Ist die Jugendarbeit so, dass sie es schafft, gute Talente in den Profibereich zu bringen? Denn du bist ja noch richtig, richtig dran mit der Tüche. Also, ja, das ist nicht das Team Mannel, Olli Kanzler. Dann haben wir das Team Olympus, auf diesem Mal wieder mit der starken Gruppe dabei. Till Brocco Express, Christian Hannes. Und die Faust wird in den Himmel von Berlin gestreckt. Und ich kann euch sagen, Berlin ist wirklich heute auf der Sonnenseite. Da sind einige heute wieder ganz schön betroffen vom Regen in der Bundesrepublik Deutschland. Das Grundgebiet der Süden von Bayern ebenfalls wieder. Drückt mal die Daumen, dass die Hochwasserrate des Sieg jetzt nicht wieder verschlimmert. Die Radspaßclub Lüdal. Ich bin noch nicht vom Rumpel weg.